Hallo und jetzt willkommen zum zweiten Video der U23 Bundesliga. Und das heißt, U23 Bundesliga, dass jede Bundesliga-Mannschaft nur Spieler im Kader haben darf, die tatsächlich 23 Jahre alt sind oder jünger. Heißt also, alle Teams haben nur noch ganz junge Spieler im Kader. Letztens hatten wir den FC Augsburg. Die Aufstellung war da schon mal ordentlich, jetzt geht's mit Hertha BSC Berlin weiter und ich habe mir den Kader von Hertha schon mal ein bisschen angeschaut. Im Mittelfeld hat Hertha wirklich ziemlich viele Spieler, die den Anforderungen da entsprechen. Aber in der Abwehr sieht es da ein bisschen anders aus. Da müssen wir dann mal in die zweite Mannschaft schauen von Hertha, wen wir dazu alles aufstellen. Aber wir beginnen im Tor. Im Tor haben wir den 20-jährigen Dennis Smarsch von Hertha BSC Berlin. Aktuell dritter Torwart im Kader hinter Jahrstein und Kraft. Geburtstag hat er am 14. Januar 1999, somit 20 Jahre alt. Ja, bisher der einzige Keeper, den ich im offiziellen Hertha-Kader gefunden habe in der Kicker-App. Aber ich schaue mir natürlich dann immer noch auch die zweite Mannschaft dann genauer an. Vor allem, weil wir brauchen ja auch noch eine Ersatzmannschaft, die dann auf der Bank sitzt. Also ich versuche immer, dass ich dann 11 Spiele noch auf die Bank auch packe. Und davor habe ich ja gesagt, dass die Abwehr nicht so gut aussieht. Jetzt habe ich tatsächlich im Kader nochmal nachgeschaut und noch zwei, drei Spieler entdeckt, die 23 sind so. Die können ja da auch noch spielen. Genau, Linksverteidigungsoption haben wir Florian Bark. Dreimal durfte er bereits kurzzeitig ein in der Bundesliga. Ein paar Minuten Bundesliga-Duftschnupper mit 20 Jahren. Ebenfalls noch jung. 18.03.1999 hat er Geburtstag. Genau. Machen wir weiter mit der Innenverteidigerposition. Mit Jordan Torunariga hat man auch noch einen richtig guten Innenverteidiger, der 22 tatsächlich ist. Erst 7.08.1997 wurde er geboren. Ich habe auch im Kader so gesehen, dass zum Beispiel Niklas Stark und Karim Rekik, die aktuell gesetzt sind bei der Hertha in der Innenverteidigung, die sind 24, kommen also schon nicht mehr in Frage. Aber trotzdem bringen wir tatsächlich 4 Spieler zusammen für die Verteidigung. Auf der zweiten Innenverteidigerposition spielt dann bei mir einfach eine Aufstellung. Maximilian Mittelstädt ist eigentlich kein gelernter Innenverteidiger, spielt eher auf der Außenverteidigerposition oder auch im defensiven Mittelfeld. 22 Jahre alt ist er und er hat genauso wie Bark am 18. März Geburtstag, bloß er ist 2 Jahre älter als Bark. Also bei Augsburg hatten wir es tatsächlich, dass 2 Spieler genau an einem und demselben Tag Geburtstag hatten. Auch das Jahr hat er eingestimmt. Hier stimmt das ja nicht, aber es ist schon krass. Vielleicht finden wir ja in jedem Team so 2 Spieler, die tatsächlich am gleichen Tag Geburtstag haben. Wäre ziemlich nice, definitiv. Jetzt kommen wir noch zur Rechtsverteidigerposition. Und dann geht es auch schon weiter mit dem Mittelfeld. Auf der Rechtsverteidigerposition haben wir mit Lukas Glunter einen Spieler, der genau 23 ist aktuell. 26.05.1996 wurde er geboren, hat schon 47 Bundesligaspiele absolviert, tatsächlich für Hertha und für Köln, bei 2 Toren und 2 Vorlagen. Genau, jetzt machen wir also weiter mit dem Mittelfeld. Ich habe jetzt mal im Kader geschaut, im Mittelfeld hat man mehr als 5 Spieler tatsächlich, die jünger als 23 sind. Zum Beispiel Arne Meyer, der mittlerweile auch schon gesetzt ist bei Hertha BSC Berlin, der ersten Mannschaft. 20 Jahre jung ist er noch. 8.01.1999 wurde er geboren. Genau, also ich finde, bisher sieht die Mannschaft schon gut aus und was noch kommt, ist schon noch richtig gut teilweise. Auf der zweiten Sechserposition hat man mit Marko Krujic ebenfalls einen richtig guten Spieler, der auch sich bei Hertha schon gut reingefunden hat. Also so könnte bisher Hertha tatsächlich in Rüdorf auch spielen. Natürlich bis auf Smarsch und Bark, die jetzt nicht zum Stammpersonal gehören, aber die anderen 5, die könnten theoretisch so auch mal von Beginn an spielen bei Hertha. Also es ist schon einiges möglich. Jetzt kommen wir mal zum offensiveren Teil und auch dort gibt es noch einige gute Spieler. Mit Eduard Löwen hat man einen weiteren Spieler, der auch auf der 6. Position spielen könnte. Ich habe es jetzt hier ein bisschen defensiver gemacht, das Mittelfeld. Genau, Eduard Löwen gekommen vom 1. FC Nürnberg. Dort hat er auch schon einige Bundesligaspiele und Zweitligaspiele gemacht. Für Hertha auch schon ein paar absolviert. Genau, 28.01.1997 hat er Geburtstag, 22 Jahre alt. Und jetzt kommen wir noch zu den Flügeln und zum Stürmer.
Auf links haben wir mit Cevallo Dilhousun den einzigen Spieler hier in der Hertha-Aufstellung, der 21 Jahre alt ist. Die anderen sind entweder 22, 20, 23 oder auch erst 19. Da kommen wir gleich mal zum 19-Jährigen gleich noch. Genau, Cevallo Dilhousun könnte so auch in der Bundesliga mal von Beginn an am Flügel spielen. Ist definitiv eine Option. 22.06.1998 hat er Geburtstag, der Vollständigkeit halber. Auf dem rechten Flügel kommen wir jetzt zum jüngsten Spieler in dieser Aufstellung. Im Kader nicht, da haben wir noch ein paar 18-Jährige dabei. Nämlich Dennis Jastremski. 5 Einsätze schon in der Bundesliga, allerdings immer nur eingewechselt worden. Auch ein Hertha Eigengewächs, definitiv, ist durch alle Jugendmannschaften auch durch. Also ein typischer Herthaner sozusagen. 20.02.2000 hat er Geburtstag, also interessantes Geburtsdatum, nur 2er und 0er tatsächlich in seinem Geburtsdatum, also gibt es auch nicht so häufig. Jetzt kommen wir noch zum Stürmer und das ist der Bayern-Schreck, also ich denke, ihr wisst jetzt, von wem ich rede. Natürlich ist die Rede von Dodi Lukebakio, der schon 4 Tore tatsächlich gemacht hat gegen den FC Bayern und das mit 22 Jahren. Ich glaube nicht, dass das schon ein Spieler davor geschafft hat oder wenn er nur ganz wenige. 3 mit Düsseldorf letzte Saison gegen die Bayern beim 3:3, also ihr könnt euch definitiv an das Spiel noch erinnern. Und 1 natürlich schon diese Saison im Eröffnungsspiel gegen die Bayern. Genau, 24.09.97 hat er Geburtstag, er ist tatsächlich erst 22 und schon ein richtig genialer Spieler. Und jetzt schauen wir uns nochmal die Ersatzbank genauer an. Hier könnt ihr jetzt also nochmal die Bank sehen. Ich habe es auch so gemacht, dass man nochmal eine zweite Mannschaft daraus machen könnte. Ein Torwart, 4 Verteidiger, Mittelfeld und Stürmer. Genau, da haben wir in der Abwehr und im Tor Spieler aus der zweiten Mannschaft. Unter anderem Maxim Hertel, Maximilian Mulak, Matteo Castrati, Nico Brettschneider und Panzu Ernesto. Kenne ich jetzt allesamt nicht, also No Names bisher noch zumindest. Dann im Mittelfeld Maurice Kovic, der Sohn vom aktuellen Trainer. Der Sohn von Dardai damals ist auch noch dabei, nämlich Palko Dardai. Also beide Söhne von den Trainern, vom aktuellen und vom vergangenen, sind beide da im Kader. Gibt es auch nicht so oft. Ich glaube, die Hertha ist da die einzige Mannschaft. Dann noch Julian Albrecht und Sidney Friede. Die sind ebenfalls Mittelfeld. Und dann im Sturm haben wir Mohamed Kiprit und Daishim Redan. Genau, das ist der Kader. Trainer ist Andreas Neundorf. Der ist in Real Life der Trainer von der zweiten Mannschaft von Hertha. Und so sieht das Team also aus. Die Aufstellung, ich finde, die Mannschaft ist wirklich gut. Auf der Bank hat man auch noch den einen oder anderen, den man definitiv da mal reinwerfen könnte in die Mannschaft. Also sieht definitiv auch ganz gut aus bei Hertha. Also ich würde sagen, die könnten definitiv um Europa mitspielen, aber dazu muss man erstmal die anderen Mannschaften anschauen. Genau, das war es also jetzt mit Hertha BSC Berlin. Ich würde sagen, nächstes Mal schauen wir uns den Stadtrivalen näher genauer an, nämlich Union Berlin, was die so für junge Spieler in ihren Reihen haben. Also bis zum nächsten Mal und ciao.